Bon après-midi, Monsieur, Dame, il faut cuisiner. Ich lese der junge Koch, die junge Köchin. Und im Teil Einführung, im Kapitel Hygiene, bin ich angekommen bei Lebensmittelinfektionen, Lebensmittelvergiftungen, Food Poisoning, Lesintoxication alimentaire. Und ich bin im Teil 2.3 angekommen bei den Bodenbakterien, Botulinusbakterien. Botulinusbakterien entstammen immer dem Erdbereich. Besonders anfällig sind eiweißhaltige Lebensmittel unter Luftabschluss, zum Beispiel in Dosen, Gläsern und vakuumverpackten Waren. Bodenbakterien sind anaerobier und können darum auch unter Luftabschluss wirken. Befallene Lebensmittel haben einen üblen Geruch. Bei Konserven ist die Flüssigkeit getrübt. Konserven sind aufgebläht. In Klammern Bombage, siehe Bild, Seite 22. Diese deutlich wahrzunehmenden Veränderungen lassen den Genuss vermeiden. Naja, wenn das Deutsch ist. Sporen der Bodenbakterien und die Toxine überdauern das Kochen. Gemüse sorgfältig waschen, vakuumverpackte Lebensmittel kühl lagern, Bombagen nicht verwenden. So, dazu gibt es die Abbildung 1, Botulinus, Bohnen mit Erde verschmutzt. Bakterien und Erdsporen haften an den Bohnen, erhitzen der Konserven, Sporen überleben, Lagerung bei Raumtemperatur, Sporen keimen aus, Bombage, Bakterien vermehren sich und bilden Gase und Toxine. Das ist diese Abbildung hier. Mal sehen. Und es geht weiter mit 2.4 Fäulniserregern und das mache ich morgen. Tschüss.